Der im österreichischen Wattens ansässige Swarovski-Konzern setzt mit Kreationen aus geschliffenem Kristall seit Jahrzehnten Maßstäbe in Sachen Schmuck, Lifestyle und schicken Accessoires. Passend zum 100. Geburtstag beauftragten Swarovski im Jahre 1995 keinen geringeren als Künstler André Heller mit der Konzeption für die Kristallwelten, die heute einer der größten Besuchermagneten in Tirol darstellen. Es entstand ein Rausch aus Farben und Tönen, aus Glitzer und Funkeln. Eine Fantasiewelt, die teils kitschig, teils überaus kunstvoll, teils faszinierend, teils atemberaubend anmutet. Und natürlich dreht sich dabei alles um die geschliffenen Kristalle. Ergänzend zum Kunstmuseum findet sich in Wattens auch ein herrlich angelegter Park, zu dessen Besonderheiten ein handförmiges Labyrinth gehört. Mehr zu den Swarovski-Kristallwelten unter www.mortimer-reisemagazin.de.